Peace, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Kurzer Disclaimer, was dieses Jahr auf diesem YouTube-Channel kommen wird. Und ja, ich weiß, ich spitte die Facts, als würde es hier kein Tomorrow geben und man mich Andrew Tate nennt. Von daher, let's go. Dieses Jahr wird kein Alkohol auf diesem Kanal fließen. Dieses Jahr wird es hier um Content Creation gehen, um Gym-Videos und um Shopify und E-Commerce. Das sind gerade so die drei großen Sachen, die mich interessieren. Ja, Nico, aber du hast doch Project 50 nicht mal durchgezogen. Wieso sagst du jetzt, dass du das auf YouTube durchziehst? Gute Frage, nächste Frage. Kurzes Update, was in der letzten Zeit so passiert ist. Wie ihr mitbekommen habt, ich habe Project 50 angefangen und nicht so ganz durchgezogen. Das Einzige, was ich durchgezogen habe, waren Daily Uploads. Nicht so ganz gut funktioniert. Ich bin weder früh aufgestanden, noch habe ich das Ganze irgendwie in einem Journal verfasst. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall besser machen müssen. Es freut mich, dass ich endlich 1000 Likes auf einem Video bekommen habe. Also ich habe zwei Videos mit 10.000 Aufrufen. Ich weiß, ich bin nicht krass. Andere machen das einfach nur, wenn sie irgendwas zeigen. Aber naja, das Schicksal will es mir nicht einfach machen. Ist für mich auch kein Problem. Ist es schon, aber egal, darüber reden wir nicht. Relevant für euch ist nur CapCut beste App. Also jeder, der gerade so ein bisschen in Content Creation drin ist und nicht CapCut benutzt, ist einfach nur lost. Also ihr könnt Auto-Captures machen, das heißt das Ganze, was ihr hier unten gerade seht, ist einfach nur durch einen Klick erfolgt. Magic. Gym. Lief erst rein, bis ich verletzt wurde und krank war. Das heißt so seit 2 Wochen war ich im Fitnessstudio. Ich bin auf Massephase und habe mit dem Trade Gang angefangen. Alle, die Nico Tsitsidis heißen oder sich als Nico Tsitsidis identifizieren und denken, dass sie zunehmen, können aber nicht zunehmen, weil sie täglich unter ihren Kalorien sind, aber sie denken, dass sie über ihren Kalorien sind. Auf gut Deutsch gesagt, fangt an zu tracken, Freunde. Dann nehmt ihr auch zu. Hä? Progressive Overload, sehr, sehr wichtig. Ich habe mich im Gym gefühlt wie, nicht im Gabel, aber wie Hulk. Von daher freut es mich so gar nicht, wenn ich wieder zurück ins Gym gehe und dann wieder richtig schwach werde, weil ich war gerade so in einer Phase, wo ich richtig strong war. Machst du nichts, gell? Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Shopify und E-Commerce. Ich weiß, das ist der einzige Grund, warum ihr reingeklickt habt. Ihr wollt alle wissen, wie viel Kohle ich schon gemacht habe. Und es ist echt übertrieben viel Kohle, was ich gemacht habe. Von daher hier einmal die Bestellübersicht. 24,99 Euro. Richtig. Das ist der Testkauf, den ich getätigt habe, weil ich nicht wusste, dass man einen Shopify-Testmodus aktivieren kann. Einmal Luft holen. Es sind nämlich erst 3 Minuten vorbei und ich habe euch schon mehr erzählt, als ihr verarbeiten könnt. Jetzt mal no joke, also es läuft beschissen, aber ich habe es auch nicht anders erwartet. Ich bin Newbie zu E-Commerce und allen Pipapo. Ich dachte, ich habe gehofft und ich habe geglaubt, dass man mit TikTok Organic durch die Decke gehen kann und eigentlich nur 10 Videos machen muss und dann laufen die Sales. Tun sie nicht. Ich habe 30 Tage lang jetzt 3 Videos oder 2 bis 3 Videos pro Tag hochgeladen und ich habe so regelmäßig 200 Aufrufe und vielleicht 2 Likes auf den Videos. 80% der Videos sind scheiße, also so wie sie auf TikTok halt eigentlich auch sein sollten. Es sollten keine High-Quality-Videos sein, aber bei anderen Leuten funktioniert es. Bei mir funktioniert es anscheinend nicht. Egal, das macht uns nicht runter. Das Einzige, was mich richtig abfuckt in diesem Monat, ich habe Fiverr benutzt. Kann ich übrigens nicht weiterempfehlen. Also die Dienstleistungen, die man da kriegt, die entsprechen auch der Leistung, für die man bezahlt. Aber ich habe 2x 25 Euro bezahlt, einmal hierfür. Und einmal für einen Shopify-Fehler, wo ich dachte, es wäre ein Hardcoding-Fehler, wo ich einfach nur 2x die gleiche Vorlage auf etwas, auf einem Template basiert hatte. Auch komplett unnötig. Also ich hatte so Animationen in meine Website eingefügt, aber es war kein Coding-Fehler. Und ich hätte ein YouTube-Video dazu googeln können und dann hätte ich mir 25 Euro gespart. Es ist halt, ich bin im Moment in dieser Stage, wo ich eigentlich, also ich entscheide mich für den einfachen Weg, aber ich sollte eigentlich den harten Weg gehen, damit ich es erstens selber lerne, plus zweitens, ich kann nicht 25 Euro ausgeben für jedes Mal, wo ich zu faul bin, irgendwas zu machen. Ich habe 0 Einnahmen gerade. Eine Legende sagte eins. So as a hustler, you always have to be about making money. Money in is a business, not money out. Da bin ich jetzt. Money out. Meine Ads sind anscheinend Crash, von denen ich dachte, sie wären so einigermaßen gut, also halt so auf TikTok-Niveau. Aber sie sind anscheinend auf Grotten-Niveau. Ob ich langsam Zweifel am Produkt habe? Ja, aber es gibt mittlerweile andere Hersteller, die das Ganze im Anime-Sektor, achso, ich habe euch noch gar nicht gesagt, was ich verkaufe, das sind diese Gaming-Lampen, die ihr im Hintergrund seht, ich blende es euch einmal ein, die haben unten so eine Base und oben ist so ein Acrylpanel, das kann in verschiedenen Farben leuchten und das kann man auch mit verschiedenen Mustern machen. Ich habe mich jetzt erstmal auf 3 Muster spezialisiert, plus noch eine weitere Lampe, also mein Bereich ist der Gaming-Sektor und Gaming-Lampen. Ich kann euch nicht viel dazu sagen, außer dass ich gerade eine Menge lerne und das ist gerade alles ziemlich unorganisiert ist und unstrukturiert, deswegen habe ich jetzt auch angefangen mit einem Journal. Ich muss es auch anfangen, also erstens zeittechnisch, weil meine Freundin darauf plädiert, dass ich mehr Zeit für sie
freischaufeln soll. Zweitens dadurch, dass das halt wirklich alles komplett unorganisiert ist. Ich verschwende so viel Zeit manchmal, zwar mit produktiven Sachen, aber ich kann sie noch produktiver machen. Und drittens fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber zwei Gründe sind ja wohl mehr als genug. Ja, das war jetzt alles ziemlich durcheinander, aber 6 Minuten habe ich euch auf jeden Fall mehr Input gegeben als Andrew Tate in einem Stunden-Podcast. Von daher, für Februar habe ich eine All-in-One-Social-Media-Plattform gefunden. So viel Zeit im Januar damit verschwendet, die Sachen einzeln hochzuladen, aber jetzt gibt es so eine App, die ich gefunden habe, da zahle ich zwar 10 oder 15 Euro im Monat, aber ich kann die Sachen aus dem Videoschnittprogramm direkt da hochladen und dann auch vorbereiten, an welchem Tag das alles gemacht werden soll, und das macht für alle Plattformen das übergreifend. Ich habe so oft nämlich das Problem gehabt, dass ich da mal vergessen habe hochzuladen, da und da, das und das hat nicht funktioniert, dann hat es mich aber in dem Moment nicht gejuckt, und diese Plattform wird mir so viel Zeit sparen, das ist so geil. Ach, es ist einfach nur so nice, wie viel man im Leben noch lernen kann, ne? Jetzt die ersten Daten zur Analyse aus dem Januar, also was gut lief und was nicht, damit muss ich mich noch beschäftigen, gerade bin ich eher so, okay, das wird schon gut sein, aber nein, wird's nicht. Wobei ich mir andererseits wiederum so denke, okay, es performen halt Videos, bei denen man nie denkt, dass sie performen würden, und dann gibt's so Videos, die, wo man so dachte, okay, das geht jetzt durch die Decke, und dann ist es so. Der Grundbaustein steht, ich weiß, die Website sieht echt gut aus, es kann eigentlich noch besser werden. 6 Monate habe ich mir Zeit genommen, 5 Monate habe ich jetzt noch Zeit, let's go. Wenn ihr übrigens irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Sachen, die hier Content Creation, Gym oder E-Commerce betreffen, schreibt es bitte in die Kommentare. Oder wenn ihr auch irgendwelche Tipps habt, schreibt es auch in die Kommentare. Wenn ihr ein Content Creator aus Köln seid und so mehr oder weniger das gleiche macht wie ich, ey, bitte schreibt mir auf Instagram, dass ihr Bock habt, irgendwas zu drehen oder so. Ich suche vergeblich irgendwen, der sowas mit mir zusammen angehen würde. Ich hätte so gerne einen Partner für alles. Ihr habt auch nur Bock auf E-Commerce und ihr habt Bock auf das zu zweit zu machen. Lass auf jeden Fall zu zweit machen. Ich habe da richtig Bock drauf. Weil es ist wirklich zu viel, um das alleine zu machen. Eigentlich, ich ehrlich, muss ja auch noch, ich habe ja noch mein duales Studium nebenbei. Wenn ihr Content Creator seid und sagt, okay, ich habe auch Bock, das VR zu machen, feel free to hit me up. Ich brauche auf jeden Fall noch einen, der meine Videos filmt. Genauso gut, genauso gerne filme ich aber auch Videos von anderen. Ich habe nur keinen Bock, dass ihr ein kompletter Newbie seid. Also ihr solltet schon committed sein zu dem, was ihr macht. Weil ich bin auch übertrieben motiviert. Und wenn ich dann einen neben mir habe, der so gar keinen Bock auf alles hat und den ich den ganzen Tag nur anziehen und so neben mir herziehen muss, dann stay in your zone. Das passt leider nicht so bei mir rein. Aber wenn ihr sagt, ich habe da Bock drauf, ich kann zwar noch nichts, aber ich will es lernen. Ich bringe euch gerne alles bei. Das, was ich auch kann. Und damit würde ich sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß und bin dadurch der klügste Mensch der Welt. Wer hat das gesagt? Nicht Tim Gabel. Bis dann, Freunde.